Alter, wie viel immer auf dem Server passiert, ey. Ich glaube, ich muss die Nacht auch mal durchzocken. Ich muss auch mal, ich glaube, ich muss mal alleine aufnehmen und dann geht das hier los. Ja, ich dachte jetzt auch, alleine aufnehmen, merkst du das? Ja. Herr Blaze ist immer am Start und ich auch. Ja, dann frage ich euch halt. Brauchst du nur Aber gucken? Ich weiß noch nicht wann. So, direkt nächste Folge, oder ja, was? Ja, warte, ich bin dann raus erstmal. Okay. Ich mach dann Feierabend. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, mach's gut, ne? Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Grants. User disconnected from your channel. Das war ein schneller, kurzer Auftritt. So. Letzte Folge auch für mich. So, was könnt ihr hier noch reinbauen? Beide bereit? Meine läuft immer noch. Dalu? Meine läuft auch. Hier wird 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu noch einer Folge Gestrandet mit Herrn Blaze. Guten Tag. Und Herrn Dalukat. Schönen guten Abend. Na Jungs, wie geht's? Oh shit. Frau Schmidt. Hey. Oh nein, wie er mich anguckt. Als hätte ich seine Freundin gebumst. Aber ich war's nicht. Okay, ich habe hier ein kleines Fundament gebaut, wo ich meine, Anwesen bauen will. Meine Anwesen? Und ihr macht Shit, habe ich gehört. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Irgendwer hat gesagt, ihr macht irgendwas und ich habe vergessen, was es war. Was konnte man denn eigentlich aus Wolle? Konnte man, Teppich. Nur Teppich? Also ich habe voll Bock auf Teppich. Ich möchte den Teppich nicht kaufen. Okay. So, soll ich Holzzaun oder Steinzaun nehmen? Oben Stein, unten Holz. Danke sehr. Sehr nett von euch. Habe ich noch welchen? Nee. Was ist eigentlich mit dem Bahnhof geworden? Gar nichts, ne? Doch, doch. Aber nicht mit unserem, also den auf unserer Seite. Ja, nein, vielleicht? Okay. Oh, da kann man da viel draus machen. Geil. So, Stickies. Und Zaun. Nein! Schwein. Down for the count. What? Was redest du da? Bist du tot? Nee, aber fast. Ist das vorbei. Ding explodiert genau hinter mir. Vorbei, der ist einmal ums Haus gelaufen. Er ist ein Dämon-Samurai. Kennst du das? Oshikubu? Ich kenn's nur auf Englisch. Ja? Ja. Ups. Aber das war lustig. Das gibt's nicht wirklich, oder? Das ist doch eine Erfindung von denen. Oshikubu gibt es. Echt? Kennst du nicht Oshikubu? Nee. Der Dämon-Samurai? Ja. Tot ist er, sei wie sei. Verarsch mich nicht, ich kenne mich doch nicht aus mit dem ganzen Shit. Och, okay, denk dir nichts, ich auch nicht. Echt nicht? Nö. Gut, so viele Leute hier, vor allem Let's Player, sind ja total Manga-mäßig unterwegs und so. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich auch nicht. Vielleicht bin ich ja aus dem Alter raus, keine Ahnung. Naja, ich finde das. Ich finde, das kann man so zu tun. Ja, ist schwer so zu sagen. Mich hat es noch nie interessiert. Auch dieses One Piece. Das kennen ja anscheinend auch alle. Es ist leider sehr schwer, wenn wir jetzt mal kurz das Thema dann auffassen können mit Animes. Animes in Deutschland sind wirklich total verkorkst. Das ist leider so. Und das ist wirklich traurig, was dieses Genre eigentlich hat. Was in Deutschland aber absolut nicht rüberkommt, weil die deutsche Synchronisation von grundsätzlich fast allen Animes ist so schrecklich und es wurden so viele Sachen rausgeschnitten und auch richtig falsch übersetzt, dass es absolut so eine Kinderserie kommt, rüberkommt. Dieses Ach echt jetzt, was Naruto nach jedem seiner Sätze sagt und er als total dämlich wirkt im deutschen Anime, ist wirklich, es geht gar nicht. Deswegen kommt das auch so auf RTL2 und wird so als Kinder sein. Ja, aber warum? Aber wie kommst du denn dazu, das zu wissen, dass das eigentlich nicht so ist, wenn du kannst ja kein Japanisch oder was? Ich kann es verstehen. Wie? Ich gucke Animes ja grundsätzlich auf Japanisch und What? Maximal, ja, ich gucke die deutschen, keine Ahnung, ich gucke kein Anime Untertitel auf Deutsch. Jetzt, mit englischen Untertiteln, ja. Okay.
Weil, und die Deutschen guckst du ja dann zufälligerweise, wenn sie halt noch im Fernsehen laufen. So, wenn es halt da so läuft, dann siehst du das halt. Und dann denkst du dir, was ist. Und es ist wirklich so schlimm. Und es sind ja auch nicht nur die Animes, du hast ja auch die Mangas. Die Bücher sind ja auch noch, die sind ja wieder besser. Die Bücher sind ja auch ganz anders geschrieben als halt der Text in einem Anime. Und man merkt einfach, dass es wirklich kindisch aufgezogen ist, was auf RTL 2 lief. Dragon Ball war noch eine der besten Sendungen, was das angeht. Also das habe ich sogar noch kurz geguckt, ein bisschen. Ja, die hatten sehr gute Synchronsprecher. So dann, wo sich wirklich Mühe gegeben wird, ist Detektiv Conan. Das ist auch eine sehr gute Anime-Serie, aber Naruto, One Piece, also diese großen drei, Bleach wird ja bei uns in Deutschland gar nicht laufen, die kannst du vergessen. Naja. Ja, aber meine Frage, das ist ja nicht nur bei Anime so, wenn man teilweise die deutsche Synchro von PC-Games anguckt, die kannst du ja auch voll in die Sonne kloppen. Ja, wobei ich würde eher noch ein Computerspiel auf Deutsch spielen, als eine Serie auf Deutsch gucken. Weil bei Spielen ist ja eh alles synchronisiert und da geht's gerade noch so. Und da finde ich die deutschen Synchronisatoren jetzt auch nicht. Da gab's auch schon ganz, ganz miese. Da gab's schon richtig miese deutsche Texte. Es ist halt immer ein Problem, wie viel Geld, also der Ablauf ist ja bekannt, wie viel Geld dieses Studio halt zahlt, dass die Übersetzung gut wird. Entweder hat das Übersetzerteam auch Videomaterial oder Spielszenen, wo sie halt sehen können, wie die Person eigentlich in der Szene reagiert. Die meisten machen es aber so billig, dass sie nur so ein Drehbuch dahin schicken. Das heißt, die haben da steht nicht, was die für Emotionen in dem Satz haben sollen oder wie diese Szene gerade ist. Und deswegen kommt das meistens so hohl rüber. Ja. Das ist total uncool. Aber bei den meisten Adventures wird's ja gut gemacht eigentlich. Und es gibt auch sehr gute Sachen. Also wie gesagt, wenn man dann jetzt dieses Thema Animes anfängt, also empfehle ich ein paar Mangas zu lesen. Also der Detektiv Conan Manga, so blöd dieses Thema auch klingt, weil es vom Namen her auch mit so diese kindischste Serie von allen ist, das ist genial. Also es gibt, glaube ich, keinen besseren Manga als die Detektiv Conan Bücher. Ich kann mich dafür aber überhaupt nicht begeistern. Also auch nicht für die Zeichenart und so. Ich weiß nicht. Das ist nicht so meins. Ich habe auch aufgehört. Früher habe ich Comics gelesen. Damit habe ich auch irgendwie aufgehört. Das ist irgendwie, der Zug ist abgefahren bei mir. Kann mich dafür Comics nicht mehr begeistern. Ist doch immer so eine Zeitsache, ne? Damals hatte man mehr Zeit für sowas. Stimmt. Also damals habe ich mehr gelesen als heute. Ja, wobei ich ja gestehen muss, Dragon Ball habe ich mir damals auch angeguckt. Dragon Ball Z ging auch noch. Aber als dann GT kam, die fand ich irgendwie mies. Das sagt die jeder. Dragon Ball GT war ja dann jahrelang Dragon Ball GT halt im Gespräch, ob es überhaupt zu uns kommt und verschoben und über x Jahre hinweg und dann kommt es mit der schlechtesten Synchro, den meisten geschnittenen Szenen, also schlechter hättest du es nicht mehr hinkriegen können, es dann zu veröffentlichen, dann wollte es wirklich gar keiner sehen, ne? Und das hat dann keinen interessiert, Folgen wurden übersprungen, ganz, ganz was? Mies. Ja, das hatte null Zusammenhang, die Dragon Ball GT-Serie in Deutschland. Also, und dann war Dragon Ball gestorben. Dragon Ball Z war genial. Ja, das habe ich ab und zu auch nochmal geschaut, weil das war irgendwie, ich weiß noch, da bin ich aus der Schule gekommen und da habe ich gerade Mittag gegessen, habe ich mich hingesetzt, habe das mal geguckt und dann war ich das auch ein bisschen spannend. Dann wollte ich auch die nächste Folge nochmal sehen. Gut, von spannend und Dragon Ball kann man jetzt abraten. Also ich finde Dragon Ball, also die Gesamtstory ist spannend, aber wenn man jeden Tag nur eine Folge gucken kann und bei Dragon Ball ist ja bekannt, dass man sich grundsätzlich erstmal 5 Folgen nur anguckt, bevor der Kampf losgeht, das ist ja wirklich so. Der Kampf gegen Freezer ist der längste Kampf fast in einem Anime oder in einem bekannten Anime, den es gibt. Da gab's doch auch diese, der Kampf gegen Freezer war doch, nee, das war gegen Cell, oder? Da, wo sie auch dieses Turnier gemacht haben. Das war eine 2 Stunden, ne? Da hat's ja, glaube ich, so ein Special gegeben. Das war direkt keine Folge, sondern schon eher ein Film. Ja, und da haben sie sich 2 Stunden erstmal angeguckt und halt erst beleidigt. Was? Ja, ist das nie aufgefallen, Dragon Ball? Das ist immer dieser Szenenwechsel, so wenn zwei miteinander reden. Ich werde dich besiegen. Szenenwechsel. Nein, wirst du niemals. Doch, werde ich. Nein. Doch. Nein. Wie es weitergeht, erfahrt ihr morgen. Das ist wirklich so. Das war in der letzten Folge. Ich werde dich besiegen. Nein, wirst du nicht. So, geil. Jetzt geht's weiter. Du hast keine Chance gegen mich. Doch, haben wir. Das ist Dragon Ball. Das ist ein geiler Anime, so, aber diese eine Folge am Stück war schon manchmal echt mies. Kann man eigentlich Stein färben?
Ich glaube nicht. Dann hätte ich eine bunte Burg. Glaube nicht. Ja, Dragon Ball. Ich bin am Überlegen, wie ich mein Sofa mache. Ich möchte das eigentlich nicht aus Holz machen. Aber warum denn nicht, Blech? Es ist schon alles aus Holz bei mir. Da musst du mal komplett alles ändern. Ach, dann machen wir Sandsteinhaus. Couch. Die kratzt zwar ein bisschen in der Poritze, aber. Aber passt das überhaupt zum Rest der Einrichtung? Aber natürlich. Sieht doch eher alles scheiße aus bei mir. Was hast du jetzt so? Immerhin hast du eine Einrichtung. Ich mache jetzt hier gerade nochmal eine Höhle, damit ich farmen gehen kann, damit ich überhaupt mein Haus hier bauen kann. Lalala, die spannendste Folge der Welt. Lalala. Ich hatte heute schon 3 schöne Folgen Sandschaufeln. Geil. Das macht doch Laune. Was will ich machen, ne? Kam ich nicht drum rum. Geil. Und 4 Sand sind Sandstein oder was? Wie war das? Ne, ich habe zum Glück auch gleich Sandstein gefunden. Auch ach so, mit, das aber immer, das ist immer gut, ja. Wo, welche Höhe bin ich jetzt eigentlich? 3, oh shit, muss ich noch weit runter. Oh nein. Wo geht's denn hin? Baust ja du dir schon eine Höhle? Ja, ich baue eine Höhle. Ein Erdloch. Erstmal ein Weg entlang hier. Die Erdmanns. Was ist mit denen? Kennst du die Erdmanns? Was war denn das noch? Das ist so eine Halbdokumentation damals auf Super RTL gewesen, wo eine Erdmännchenfamilie begleitet wurde. Die Erdmanns. Was? Begleitet? Das war, das drehte sich nur um diese Gruppe. Das war wirklich traurig. Gab sogar am Ende mit Drama, weil einer gestorben ist. Hä? Ja, das war wirklich so eine echte Tiersendung. Die hat man. Nein. Halt. Doch? Nein. Doch. Ich will das sehen. Ich muss das unbedingt sehen. Warum kann ich das jetzt nicht sehen? Ich will es jetzt sehen. Wo lief das? Auf Super RTL damals. Boah. Damals gab es schon Super RTL? Ja, wurde ja damals. Was war es vorher? Nick? Nein. Super RTL gibt es doch schon ewig. Ich erinnere mich an Disneys große Pause und Co. Oh. Angela Anaconda. Seid ihr eigentlich auch so ganz, ganz große Freunde von der neuen GEZ-Gebühr wie ich? Was neue GEZ-Gebühr? Hab ich noch gar nicht. Ich habe gehört, dass es irgendwas geben soll, aber hab noch nicht mitbekommen, was. Wie? Du hast nicht mitbekommen, dass jetzt jeder Haushalt zahlt? War das nicht schon immer so? Nee, nein. Es sollte eigentlich jeder Haushalt zahlen, der irgendwas bei sich stehen hat, was Rundfunk empfangen kann. Richtig, und ja, da gehört dann sogar Auto dann dazu. Dann kam irgendwann dieses, auch wenn du Internet hast und keinen Fernseher und so. Wenn du Internet hast, kannst du ja auch Radio hören. Richtig. Und den ganzen Shit. Und jetzt ab 2013 ist so, einfach jeder Haushalt zahlt eine Gebühr. Es ist total egal, ob du einen Fernseher hast oder, also selbst wenn du nur irgendwie auf Kohle dein Steak machst jeden Tag und sonst nichts in der Wohnung hast, musst du diese GEZ-Gebühr zahlen. Aber ich sag mal so, fast jeder hat ein Handy und übers Handy kannst du sogar Radio hören. Ja, ich will ja auch gar nicht, ich meine, das Ding ist auch... Ich zahle das ja schon seit 10 Jahren, ne? Ja, ich natürlich auch. Natürlich auch schon. Ja, aber ich wollte jetzt sagen, gut, das jetzt, also wir gehen jetzt, im Endeffekt ist es jetzt so, jeder zahlt, ob jetzt da ein Gerät ist, was das empfängt, genau, oder nicht, ja? Gut, also dann tut's mir trotzdem leid. Also, wer nichts hat und zu Unrecht zahlen muss. Nein, ja, mir geht's nicht darum, dass es zu Unrecht so gemacht wird, sondern es ist ja im Endeffekt, es ist ja eine Zwangsfinanzierung eines Medienkonzerns. Und wo leben wir bitteschön, dass ein Staat das zulässt? Ich verstehe das nicht. Ist das nicht schon immer so? Ja, aber früher, als es entwickelt wurde, hatte das ja den Sinn, dass die generelle Fernsehtechnik vorangebracht werden sollte. Das ist ja nun wohl jetzt nur nicht mehr bei ARD und ZDF, dieses Ding. Ja gut, wenn das jetzt nicht so ist, ne? Und dann hättest du doch jetzt trotzdem weiter deine GEZ-Gebühr gezahlt, oder? Wie jetzt? Ja, wenn jetzt diese Änderung nicht so gewesen wäre, wenn es das jetzt nicht so... Hätte ich nicht. Ich habe ja erst seit 2013 überhaupt einen Rechner und einen Fernseher in meiner Wohnung. Vorher habe ich nicht gezahlt. Ach so, ja, nee, die Zeit kenne ich nicht. Habe ich nicht Dalu erlebt. Was denn? Hast du Zuckerrohr? Ja, Unmengen und eine Kiste kannst du nehmen. Also ich finde es eine Unverschämtheit. Dann tut es mir leid für die Leute, die wirklich zu Unrecht zahlen, aber die Zeit ging an mir vorbei in meinem Leben.
Nee, aber auch, ich meine, wie viele Leute von uns gucken jetzt regelmäßig ARD und hören, ich meine, ich mag Deutschlandfunk, aber ich würde, wenn ich das nicht zahlen würde, nicht zahlen müsste, würde ich es auch nicht mehr hören. Ich habe andere Quellen, wo ich meinen Shit holen kann. Ich brauchte für dich 250 Euro im Jahr zahlen müssen. Der Dealer von nebenan. Dann bekommt er seinen Shit. Ey, Ronny! Ey, Ronny! Gib mir mal Shit, ey. Gib mir mal den Shit, Alter! Herr Blazer, ich sehe dich. Wer ist denn noch? Ich? Hast du deine Taschenkontrolle erst? Ja, bitte. Screenshot, bitte. Taschenkontrolle? Moment. Beim Rausgehen ist wichtig. F2? Schick mir bitte per Instagram das Bild. So. Jetzt. Zuckerrohr ist, wenn du in meinen Keller kommst, ja. Halt Lager, linke Kiste. Also linke Seite, linke Ecke. Da ich sterbe aber jetzt nicht an dem Knopf, ne? Du darfst den falschen nicht drücken, der rechte bitte. Gibt's echt einen Fallenknopf? Ist ja aber nicht da. Es gibt mehrere Fallenknöpfe. Pflanze? Ist das unter Pflanzen drin? Nein. Guck mal, nee, Essen. Seit wann kann man Zuckerrohr essen? Ja. Darf ich mir da zwei Stacks nehmen oder nur eins? Wie viel sind drin? Insgesamt, wenn ich keins nehme, 3 Stacks und 17 Stück. Ja, nimm. Nehme ich mir 2. Oh, ist das lieb von dir. Das ist, so bin ich. Ich setze es dir sogar wieder schön hin. So. Nie was anderes gemacht. Halt, ich sollte vielleicht einen Screenshot. Das Problem machen. Ist, die meisten Leute fragen nur nicht. Nee, das würde ich nie machen. Ich weiß. Also ich habe übrigens jetzt einen Screenshot davor und einen danach schicke ich dir per Skype. Geil. Und, mit Echtheitszertifikat und Wasserzeichen bitte, weil nachhinein bearbeitet... Du musst eine Tageszeitung daneben legen, mit dem heutigen Datum. Und Ausweisbild bitte nicht, dass es von dem anders kommt. Jetzt laufe ich sogar schon bei dir hier in den Keller runter. Verwirrst mich ganz. Du machst ihn ganz wuschig, Alucard. Was piept hier? Was war denn das? Feuermelder! Es brennt! Es brennt! Es ist vorbei. So, hier ist mein Balkon. Der ist riesig. Du sagst auch Balkon. Balkon. Was habe ich gesagt? Balkon. Ja, du sagst wie ich Balkon. Ja. King Kong. Aus dem Pott oder was? Lass mich in Ruhe. Gerade vorhin waren wir bei Deutscher, so. Bei Shit, jetzt sind wir bei Pott. Also, man könnte echt was denken. Das sind alles Sachen, die du da raushörst, Blaze. Bei uns gibt es ein Bier mit dem Namen Potts. Potts? Der Potts ist richtig geil. Das hat noch diese alten so Flaschen. So blitzmäßig? Was für ein Blitz? Der Blitz? Nee, der verpasst ja alles. Potts Blitz. Und schwere Not. Oh Mann. Okay. Du hast bis jetzt auch nur mit uns aufgenommen. Weißt du, woran das liegt? Ich? Nein. Was woran liegt? Hä? Ja. Ihr seid ein Sozialhilfeverein, der mir jetzt hilft. Wir mussten, das ist die Strafarbeit vom Weihnachtsevent. Das ist unsere Strafarbeit. Ich habe extra gefragt, ob du mit uns aufnehmen möchtest, Fischke. Ah, oh, shit. Oh, shit. Oh, das ist immer hübsch. Oh Mann, hier muss echt noch viel geschehen. Ich glaube, ich werde offscreen ein bisschen was machen, oder? Der klassische Fisch. Der klassische Fisch. Was soll das denn heißen? Backfisch. Oh Mann. So. Oh Gott, ist schon wieder Nacht? Was sonst? Hier ist es immer Nacht. Ich wundere mich, warum ich noch nicht abgeschlachtet wurde. Das passiert dir doch gar nicht. Wir spielen doch hier, spielen wir auf Easy oder sowas? Jetzt ohne Witz. Nein. Easy? Du meinst, also Easy wäre leicht, meinst, ja. Ohne Viecher. Nee, ohne Viecher ist Peaceful. Wie ist Peaceful auf Deutsch? Ja, friedlich. Freundlich. Freundlich? Freundlich. Friendly? Friendly. Friendly Fire. Ich musste auch sofort an Friendly Fire denken. Und da muss ich wieder an unser Projekt denken. Dalukat. Fire in the hole. Darf man noch nichts verraten? La la la. Ta ta ta. Hat hat hat. So. Der Balkon sieht schon richtig geil aus. Echt. Ist denn Kiri noch Haus da? Von hier? Nee. Ja. Oh. Kiri, ja, die hat auch sehr viele Aufnahmen mittlerweile. Die hat irgendwann Tschüss gesagt, gerade eben. Hab ich wahrscheinlich überlesen. Hast du wahrscheinlich. So. Die
könnte ich Blümchen hinbauen. Oh! Habe ich Zaun? Jo. Was? Ach ja, weil du vorhin gefragt hast, du hättest ja auch einen Maschendrahtzaun machen können. In the morning. Verstehe ich nicht. Every night. Ach, die Schande. Kannst du mir das erklären? Ich verstehe das nicht. Wir sind so kaputt. Wer ist kaputt? Wir. Alle. Nein. Also ich bin heil. So. Siehst du meinen Balkon von dir aus? Du bist wahrscheinlich irgendwo in der Mine, ne? Wen meinst du jetzt? Please. Ich bin gerade in der Schafsherde. In der Schafsherde drin? Ja. Du meinst jetzt in einem einzelnen Schaf oder wie? Wie kannst du denn in einer Herde drin sein? Wir sind hier nicht in Irland. Ist das nicht Irland? Ich brauche schwarze Schafe. Da ist das erlaubt. Ne. Was wird nicht gesagt, aber das. Ich weiß ja nicht, welches Land. Das war eins von denen, die da auf dieser komischen... Das sind so arme Schafe, ne? Die haben nichts mehr zu fressen. Die haben auch da nichts mehr zu lachen. Oh Mann. Okay, schade, dass die Folge jetzt vorbei ist. Jetzt gerne nochmal ausgeführt gehört. Aber man ab kann nicht alles haben. Ab 20 Uhr dürfen wir ihn noch nicht aufnehmen. Stimmt. Ja, Jungs, vielen Dank fürs Mitspielen und mal gucken, ob wir uns nächste Folge nochmal hier wieder treffen. Ich werde auf jeden Fall an meinem Haus weiterbauen. Vielleicht sind ja dann andere Freunde mit dabei. Aber wahrscheinlich nicht, weil mich nimmt ja keiner. Ich wollte gerade sagen. Wen kennst du denn noch? Kennst du noch jemanden? Hat dir schon mal einer geantwortet? Die Warnung war groß. Nee, bis jetzt noch nicht. Forever alone. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ein Traum. Ihr nehmt jetzt noch weiter auf, ne? Wir sind noch dabei. Also ich. Der Blaze sicher auch. Jo. Ich muss duschen gehen. Gamer duschen sich nicht. Kacke. Und essen auch noch. Oh, das Leben ist so anstrengend. Das stimmt allerdings. Kein Ponyhof. Wir so eine Essenspille haben. Wie bei Dragon Ball? Gibt's es da? Ja, da kannst du alles in solche Pillen packen. Da kannst du ein Auto reinpacken, musst es dann nur auf den Boden werfen und dann hast du das Auto da. Wow. Das hat Pokémon zwar nur mit Tieren, das gibt bei Dragon Ball mit allen. Gut, dann lasse ich euch mal alleine, damit ihr weiter aufnehmen könnt. Tun sie das. Dann. Bis später. Tschüss. Tschüss. Wie lange hast du noch vor? Oh, ich weiß nicht, so ein bisschen noch. Gut.